Die Woche. Mal aus einer ganz anderen Sicht. Der satirische Wochenrückblick. Bei Baden FM. Sie sind jung, rasieren sich regelmäßig den Schädel und haben Erfahrung im Umgang mit Baseballschlägern. Wie wär's dann mit einer komfortablen Festanstellung beim Geheimdienst? Oder in euren Worten, wollt ihr den totalen Verfassungsschutz? Nur hat die Sache halt einen Haken, oder vielmehr ein Hakenkreuz, denn vor lauter braunen V-Männern sehen die Verfassungsbeschmutzer den Nazi-Wald nicht mehr. Und ganz Germanien schaut nun ziemlich doof aus der Wäsche. Huch, wir haben ein Nazi-Problem. Das ist ja mal ganz was Neues. Nazis in Deutschland, das schloss sich bislang doch mindestens genauso aus wie Zebras in der Antarktis. Jahrelang sollen die braunen Flegel ihr Unwesen getrieben haben. Täglich werden weitere Verbrechen aus der Vergangenheit bekannt. Inzwischen wird sogar gemunkelt, dass die Nazis hierzulande etwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben könnten. Das wäre krass. Aber deswegen gleich die NPD verbieten? Gemach. Man darf jetzt nicht alle Glatzen über einen Kamm scheren. Solange die Nazis als ordentliche Partei brav an unseren Steuergeldern partizipieren, kommen sie schon nicht vom rechten Weg ab. Und überhaupt, ohne NPD, wen sollen die Rechtsradikalen dann wählen? Etwa die CDU? Die Zeiten sind vorbei. Die Union ist ja so weit nach links gerückt. Als Lafontaine kürzlich auf dem linken Parteitag das Geheimnis seiner neuen Liebe lüftete, hätte es mich nicht gewundert, wenn er auf die verlegen kichernde Merkel gezeigt hätte. So, und was lernen wir nun aus dieser Woche? Zum einen, dass zu viel Nationalstolz auf Dauer eben doch dumm macht. Und zum anderen, dass es nichts Geileres auf dieser Welt gibt, als die Holländer, diese Käsköpfe mit 3:0 vom Platz zu fegen. Der satirische Wochenrückblick bei Baden FM. Jeden Freitag in der Baden FM Morgenshow.